als ich mir dann aber vorgestellt habe, okay, das machst du jetzt nebenberuflich, selbstständig und bis zu deiner eigenen Firma, hatte ich irgendwie doch noch Bedenken und einfach auch, mir hat noch so eine Grundlage gefehlt. Also da einfach noch mehr Sicherheit, dass ich einfach das auch nochmal bestätigt haben wollte und auch einfach ein Nachschlagewerk, was mir noch wichtig war und auch verschiedene Tools, sei es jetzt Excel-Tabellen oder verschiedene Rechner einfach. Das hatte ich alles noch nicht. Gerade auch in dem Bezug auf das Online-Coaching ist es ja dann auch nochmal wichtiger. So, alles klar. Hallo Leute, willkommen zurück auf dem Channel. Ich bin heute hier mit Andreas Hauptmann, einem unserer Kunden des Henselmanns BT-Kurses. Er hat, glaube ich, im Jahre 2020 den Kurs gemacht, den deutschen Henselmanns BT-Kurs und war einer der aktivsten Studenten dort eigentlich und hat sich auch sehr viel eingebracht in den Kurs und arbeitet jetzt tatsächlich im Fitnessbereich als Online-Coach. Du kannst nachher gerne was drüber sagen, nebenberuflich oder hauptberuflich, wie du das machst. Und wenn du jemand bist, der sich auch für einen ähnlichen Weg interessiert, vielleicht bist du Personal Trainer oder möchtest dich in diesem Bereich weiterbilden, im Fitnessbereich und suchst eine gute Ausbildung oder suchst dir auch Connections, dann bin ich mir sicher, dass du was Wertvolles mitnehmen kannst aus diesem kurzen Gespräch. Also Andreas, danke dir fürs Kommen. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, ich hätte einfach gern gehabt, dass du den Leuten kurz erzählst, wer du bist, was du bisher im Fitnessbereich gemacht hast, wie es dich in den Fitnessbereich verschlagen hat. Und übergebe einfach dir das Wort. Hi und danke erstmal, Thomas, für die kurze Einleitung. Ja, wie gesagt, also bei mir hat das Ganze so angefangen, oder ich komme ursprünglich aus dem Kampfsport und musste dann verletzungsbedingt damit aufhören, beziehungsweise musste mit Krafttraining anfangen, um mich von einer Kreuzband-OP wieder zu regenerieren. Und damit ist dann auch das Interesse gewachsen, weil ich halt auch einen Ausgleich gesucht habe, um mich da einfach auch noch auszulasten, weil das halt davor jetzt der Kampfsport war, was jetzt eben nicht mehr möglich war. Und bei mir war damals schon immer so das Problem, dass ich es schwer hatte zuzunehmen, weil ich relativ leicht oder nicht so muskulös war. Und habe mich dann immer mehr und mehr mit der Thematik auseinandergesetzt. Hatte auch mal eine C-Lizenz habe ich mal gemacht. Die hat mir aber nicht so wirklich weitergeholfen. Das war damals auch noch mehr so um mein eigenes Wissen einfach aufzubessern. Genau. Ich bin danach auf den Andreas Pürzel von Das Gym gestoßen, habe mir dann da auch erstmal die Bücher geholt und mich eingelesen. Und im Laufe der Zeit ist dann auch so das Interesse gewachsen, einfach, dass ich anderen Leuten helfen wollte. Was ich dann auch getan habe, indem ich nebenberuflich angefangen habe, in einem Fitnessstudio hier bei mir zu arbeiten, also auf 450-Euro-Basis. Und genau, das habe ich dann auch knappe 2 Jahre lang gemacht. Habe also praktisch so Einweisungen und Trainerstunden gegeben. Und das hat mir am Anfang auch sehr viel Spaß gemacht. Bloß mit der Zeit habe ich dann gemerkt, dass ich den Leuten nicht so gut helfen konnte, wie ich es mir vorgestellt hatte. Weil in dem Startpaket, was die Leute dann meistens hatten, dann waren immer 1 bis 2 Trainerstunden dabei. Manche haben sich da mehr dafür interessiert, manche weniger. Also die haben es einfach gemacht, weil es halt dabei war. Und wenn aber Leute wiedergekommen sind oder wo du gemerkt hast, dass sie Interesse haben, dann hat es mich irgendwie sehr stark erfüllt, wenn ich ihnen einfach weiterhelfen konnte und gesehen habe, dass sie auch Fortschritt machen. Und dann habe ich mir überlegt, dass es doch, ja, oder ich dachte einfach, das will ich noch intensivieren, das will ich hauptsächlich einfach machen. Und habe mich dann informiert, was es so für Ausbildungen gibt. Und bin dann eben über den Menno Henselmanns auch auf dich aufmerksam geworden. Und dass du eben den deutschen Kurs von ihm leitest. Genau, habe mich dann ausgiebig ja auch darüber informiert und auch dich schon angeschrieben gehabt. Und
dadurch dann auch die Ausbildung gestartet. Genau. Cool. Also es klingt so, wenn ich das richtig verstanden habe, du hast praktisch als Trainer gearbeitet, hast dort gemerkt, okay, manche Leute würden sich mehr interessieren für meine Betreuung, andere Leute überhaupt nicht. Und das Ganze ist irgendwie gar nicht individualisiert, sondern nur so standardmäßig 1-2 Stunden oder so läuft das ab. Das machen viele die Erfahrung. Und dann hast du dann einfach aus Inspiration gesagt, okay, ich muss das jetzt professioneller angehen. Oder wie war dann der Schritt, als du dich dann, beziehungsweise was waren auch die Sorgen vielleicht, bevor du den Kurs gemacht hast, bevor du unseren Kurs gemacht hast, unsere Ausbildung? Genau. Also zum einen, ich hatte davor ja praktisch nur diese C-Lizenz und in dem Fitnessstudio, wo ich gearbeitet habe, da habe ich auch so ein paar Weiterbildungen gemacht. Allerdings waren die jetzt nicht so tiefgängig und ich habe den Job in dem Fitnessstudio auch nur bekommen oder ich habe den Job bekommen, indem ich einfach in dem Gespräch mit dem Studioleiter so überzeugt habe oder weil ich mich einfach von dem Wissen, was ich mir so schon angeeignet hatte, praktisch überzeugt hast, oder wie? Als ich das so wiedergegeben habe. Mhm. Und als ich mir dann aber vorgestellt habe, okay, das machst du jetzt nebenberuflich, selbstständig, und bis zu deiner eigenen Firma hatte ich irgendwie doch noch Bedenken und einfach auch, mir hat noch so eine Grundlage gefehlt. Also da einfach noch mehr Sicherheit, dass ich einfach das auch nochmal bestätigt haben wollte, weil das hatte ich ja bis jetzt noch nicht. Das klar von Freunden und so oder dem Bekanntenkreis, aber da habe ich auf jeden Fall noch was gebraucht und auch einfach ein Nachschlagewerk, was mir noch wichtig war und auch verschiedene Tools, sei es jetzt Excel-Tabellen oder verschiedene Rechner einfach, das hatte ich alles noch nicht. Gerade auch in dem Bezug auf das Online-Coaching ist das ja dann auch nochmal wichtiger. Mhm. Genau. Also du machst jetzt hauptsächlich Online-Coaching, nehme ich an, oder? Nein, nicht hauptberuflich. Also ich mache im Moment noch nebenher, nebenberuflich. Und darf ich fragen, wie das so abläuft? Also wie betreust du da deine Kunden? Wie sieht dein Online-Coaching-Prozess aus? Oder wie hilfst du deinen Kunden? Erstens mal, wem hilfst du und wie hilfst du deinen Kunden? Also zum ersten Mal, wem helfe ich? Grundsätzlich, oder als ich angefangen habe, war es natürlich so, ich habe mich gefragt, wer ist meine Zielgruppe, wem möchte ich überhaupt helfen? Kann ich mir am Anfang schon aussuchen, wem genau ich helfen möchte? Oder muss ich erstmal einfach annehmen, wen ich praktisch bekomme? Und ich habe dann aber auch sehr schnell gemerkt, dass über die Art und Weise, wie ich über Social Media bzw. Instagram kommuniziere oder wie ich so meine Probleme einfach dargestellt habe, dann auch die Leute angezogen habe, also mit meiner Problemstellung einfach, die das Problem haben, zuzunehmen. Aber jetzt durch meine Wettkampfvorbereitung, die ich gemacht habe, wo man ja praktisch eine größere Gewichtsmenge oder viel Körperfett verliert, habe ich gemerkt, dass sozusagen auch die andere Seite davon angezogen wurde. Und genau, der Großteil der Kunden habe ich auch über Instagram bekommen. Ein, zwei kannte ich zwar auch schon vorher jetzt hier so aus dem Fitnessstudio, also das hat dann auch noch mit reingespielt. Aber genau, über Instagram ist dann die Kontaktaufnahme immer zustande gekommen. Und genau, das läuft dann, oder ist halt so abgelaufen, dass man sich dann kontaktiert oder so. Genau, kontaktiert oder auch erstmal natürlich so einfach nur Hilfestellung gibt, den Leuten weiterhilft. Und wenn dann das Vertrauen da ist und die Leute denken, okay, er könnte mir jetzt noch mehr helfen, dann genau, wird ein kostenloses Erstgespräch, also Anamnesegespräch vereinbart, wo einfach dann nochmal geschaut wird, ob alles auch zwischenmenschlich passt und ob ich dem Kunden helfen kann. Und genau. Das ist was ganz Spannendes, was du sagst. Weil viele Leute sind sich unschlüssig, welche Art von Kunden sie betreuen möchten. Aber ich sage da immer ganz, ganz pauschal, man sollte sich Kunden suchen, die wirklich so ähnlich sind oder die ähnlichen Prozesse durchmachen gerade wie man selbst.
genau. durchgemacht hat. Weil den Leuten kann man einfach am besten helfen. Den Leuten, man hat das Größte, so egoistisch das klingt, aber man kennt sich selber und seine Probleme am besten oder auch seine Ziele und seine Vorstellungen. Und wenn du Leute findest, die wirklich ähnlich ticken wie du, und das gibt's da draußen, also wir leben in einer großen Gesellschaft, ist es eine extreme Freude, auch mit solchen Leuten dann zu arbeiten, die wirklich ähnlich ticken wie man selbst. Und du hast gesagt, du hast einen Wettkampf gemacht, erstmal Gratulation dazu, weil es ist natürlich eine riesige Vorbereitung und alles, lernt man wahrscheinlich extrem viel. Ja. Ja. Wie war das, nur so in ein, zwei Worten, wie war diese Erfahrung? Sehr intensiv. Okay. Es war zwar nicht meine erste, Diät, aber wohl die erste Wettkampfvorbereitung, die auch so lange ging, also so viel hatte ich noch nicht abgenommen. Wie lange hast du da die Diät gemacht? Mehrere Wochen? Ziemlich genau 40 Wochen. Mhm. Ich hatte auch etwas mehr Gewicht, was ich verlieren musste. Und habe mich dann auch noch entschieden, noch einen zweiten Wettkampf zu machen, um einfach noch mehr Erfahrung dazu sammeln. Praktisch. Und ja, genau. Man lernt sehr, sehr viel über sich selbst einfach in dieser Zeit. Aber ich möchte es auf jeden Fall wieder machen, aber jetzt wird erstmal noch gut rausgeredet oder erstmal auf die Regeneration gesetzt und dann eine lange produktive Aufbauphase gestartet. Cool. Natürlich gibt dir das extreme Erfahrungswert dann auch für Kunden, weil du einfach diesen Prozess schon durchgemacht hast, natürlich. Eben. Cool. Und jetzt nochmal zurückzukommen, also du betreust jetzt Leute online. Wie sieht das konkret aus? Hast du da pro Woche, wie machst du das konkret? Mhm. Genau. Also wie gesagt, nach dem Erstgespräch, wenn sich dann beide Seiten dafür entscheiden, also es kommt zu einem Coaching praktisch, dann fange ich erstmal oder meistens erstmal so an, dass ich eine Woche mache, in der eine Ist-Stand-Analyse durchgeführt wird, wo ich den Kunden dann ein Ernährungstagebuch führen lasse, wo er mir einfach wenn der Kunde vorher eh schon trackt, dann lasse ich mir auch gerne Screenshots aus MyFitnessPal oder LiveSum schicken. Aber es reicht auch eigentlich nur, wenn man mir praktisch einfach in dieser einen Woche komplett abfotografiert, was man isst oder trinkt, wenn es Kalorien hat. Genau. Und ein Anamnese-Fragebuch, also einen sehr ausführlichen, schicke ich dann auch immer schon mit raus, und das wird eben alles in dieser ersten Woche dokumentiert. Danach nehme ich mir Zeit, um das alles auszuwerten, und erstelle dann sozusagen die ersten Dokumente, die natürlich über den Coaching-Zeitraum angepasst werden. Der Trainingsplan natürlich auch, das ist ja eh klar. Und genau, dann fällt eigentlich der Startschuss, und der Kunde hat die Möglichkeit, mich unter der Woche jederzeit zu kontaktieren, sei es jetzt über E-Mail, WhatsApp oder Telegram, was im Vorhinein natürlich vereinbart wird. Und einmal die Woche findet praktisch ein Check-in statt. Das wird auch vorher abgeklärt, wie es für den Kunden, den Klienten am liebsten ist. Also jetzt per WhatsApp-Sprachnachricht, per E-Mail oder per Video. Und auf den Check-in vom Kunden und aufgrund der Daten, die er eben im Trainingsplan oder im Tagestracker eingegeben hat, gebe ich dann praktisch Feedback und nehme, wenn möglich, Anpassungen vor. Genau, also das ist so die grobe Coaching-Struktur und diese von Check-in zu Check-in, das läuft dann halt immer so weiter. Bis auf kurze oder dringende Fragen, die natürlich auch jederzeit geklärt werden. Cool. Das klingt alles sehr systematisch. Also ich weiß von anderen, also im Fitnessbereich gibt es ganz viele Systeme, die, sage ich jetzt mal, oder ganz viele Coaching-Prozesse, die nicht so systematisch sind. Ja, es gibt viele Leute, arbeiten auf sehr, sage ich jetzt mal, softe Art und Weise, also dass man wirklich einfach nicht so eine klare Struktur oder ein klares System hat, sondern das Ganze anders angeht, kann natürlich auch funktionieren. Aber was wir natürlich auch gerade mit Menos Herangehensweise und so wirklich predigen, und das macht nicht jeder so, ist einfach eine ganz systematische, ganz analytische Herangehensweise eigentlich, ganz wissenschaftlich. Das heißt, so wie du gesagt hast, wir sagen auch den Leuten, okay, schaut euch wirklich an, was
habt ihr an Hard Facts, an Daten vom Kunden da und ausgehend von dem so optimal wie möglich die Voraussetzung schaffen, um ein Trainingsprogramm, ein Lifestyle-Design, wenn man so will, zu kreieren, das so gut wie möglich passt für diesen Kunden wahrscheinlich. Aber wie du gesagt hast, natürlich dann braucht es wöchentliche Anpassungen. Man muss schauen, ob der Kunde klarkommt. Die ganzen Coaching-Skills sind dann natürlich etwas, was man auch durch die Erfahrung und so weiter lernt. Ja, wahrscheinlich. Was würdest du aber sagen, so aus der Henselmanns, aus Männers Ausbildung, aus dem Henselmanns PT-Kurs, was waren so die wichtigsten Lektionen, die du vielleicht vorher noch nicht so beachtet hast, weil du gesagt hast, du brauchst Sicherheit oder es ist noch mehr System. Was waren so die wichtigsten Lektionen? Also, was mir zum einen gefehlt hatte, war einfach ein digitales Nachschlagewerk, dass ich da einfach nochmal was hatte, wo ich auch... Übungen auch. Also es ist ja auch eine Übungsbibliothek dabei gewesen, aber gerade jetzt auch, wenn es um Details zur Trainingsplanung nochmal genau über die ketogene Ernährung oder zum Thema intermittierendes Fasten oder irgendeines dieser Themen, wenn ich dazu etwas nachlesen wollte, das ich kann es von jeder Zeit halt überall machen, weil ich halt alles auch auf dem Handy habe. Und das war noch so ein bisschen was mir gefehlt hat, aber auch eben verschiedene Rechner, also sei es jetzt, um das optimale Trainingsvolumen zu bestimmen und den Kalorienbedarf zu berechnen. Genau, das hat man alles dann in über Excel oder in Google-Tabellen bekommen und lässt sich auch übers Handy nutzen. Das heißt, man ist da unabhängig und genau. Überall erreichbar sozusagen. Ja, cool. Ja, also wir haben natürlich auch, der Kurs ist ein bisschen so darauf ausgerichtet, auch dass man Online-Coaching betreiben kann. Das haben wir zwar nicht so klar positioniert, aber es ist implizit einfach in unserer heutigen Welt, dass wir auch online betreuen müssen, gezwungenermaßen, auch jetzt durch Corona natürlich bedingt. Das heißt, du sagst, du machst es derzeit nebenberuflich. Würdest du, wenn du jemand hast, der jetzt hergeht und sagt, ich möchte als Personal Trainer arbeiten. Ich könnte mir auch vorstellen, online Leute zu betreuen. Ich habe Wissen in diesem Bereich, aber ich möchte mich irgendwie auch sicherer fühlen. Ich möchte mich fortbilden, möchte von Leuten lernen, die auch die Qualifikation haben, mir das beizubringen. Was würdest du dieser Person für einen Tipp geben? Auch jetzt sind es wirklich so, wenn diese Person gar keine Ahnung hat, was sie macht, was muss sie beachten oder welchen Tipp würdest du ihr geben, wenn sie jetzt arbeiten möchte mit Leuten? Genau. Fang einfach an. Wie gesagt, ich kannte oder kenne, das war ja auch so mein Problem einfach, dass ich mich da noch nicht richtig getraut habe, einfach das Selbstvertrauen auch gefehlt hatte. Aber im Prinzip, wenn du selber trainierst, schon ein paar Jahre und du hast Fortschritt gemacht, du weißt, wie grundlegende Dinge funktionieren, und es kommt praktisch ein Freund zu dir und der steht noch ganz am Anfang. Und selbst wenn du jetzt noch nicht fundiertes Wissen hast oder dir dazu hundertprozentig in allem im Klaren bist, wirst du deinem Freund, dem Trainingsanfänger, trotzdem weiterhelfen können. Weil man muss nicht alles wissen. Je mehr man sich einlässt, irgendwann denkst du okay, jetzt weiß ich gar nichts mehr. Aber du wirst ihm trotzdem weiterhelfen können. Du musst nur etwas besser sein als er oder etwas kompetenter. Das ist ein guter Punkt, weil viele Leute denken, also diese Paralysis by Analysis, ne, Phänomen im Business, dass man denkt, okay, man muss alles perfekt wissen, alle Ausbildungen machen, alles, dass man überhaupt sich danach fühlt oder sich so sicher fühlt, dass man Leute betreuen kann. Aber das stimmt meistens natürlich überhaupt nicht. Also hier so just do it, einfach probieren. Einfach wenn du jemand bist, der Leuten schon im Privatleben weiterhilft, das heißt, wenn du leidenschaftlich trainierst, dich einliest, dich über Training informiert hast und so weiter, dann hast du ganz vielen Leuten schon etwas voraus. Und wenn du dann wirklich einfach erkennst, dass dieser Skill vermarktbar ist, dieser Skill, den du vielleicht gar nicht merkst, dass du hast, weil es so einfach für dich oder so natürlich für dich ist, einfach Leuten das beizubringen,
dann muss man manchmal von außen sozusagen, muss jemand kommen und sagen, ja, just do it, melde dich an, melde ein Business an oder mach das nebenberuflich und mach es einfach und schau, und du kannst ja immer noch aufhören, ja, dass du dich ein Leben lang verpflichtest, ne, also wenn es dir nicht gefällt. Eben, ja. Vor allem, wenn es dir Spaß macht, wenn das deine Passion ist, wenn du gerne Leuten weiterhilfst, dann fang einfach damit an. Cool. Danke nochmal, Andreas. Vielleicht letztes Wort, noch eine Sache, die du mitteilen möchtest, einen letzten Tipp oder eine letzte Aussage. Eine letzte Aussage. No pressure. Wie du schon gesagt hast, Online-Coaching ist die Zukunft. Ja. Und was ich noch gar nicht erwähnt hatte, und zwar, weil viele dadurch Bedenken haben, wie willst du die Übungen, das Ausführung von dem Kunden richtig verbessern? Wie willst du schauen, dass er richtig trainiert? Das geht so wunderbar und es geht einfach noch viel besser, wenn sich der Kunde filmt. Da kannst du das Ganze nochmal viel genauer analysieren, weil du Pause drücken kannst und dann viel genauer einfach Feedback. Du hast tatsächlich sogar noch mehr Daten, als wenn du in Personam dastehst und schnell drüber schaust. Du kannst rewatchen und so. Cool, genau. Das ist ein cooler letzter Tipp. Gut, tausend Dank dir, Andreas, und wir hoffentlich sehen wir uns bald, trotz ganzen Lockdowns und so. In Wien. Ich hoffe es auch, mal wieder in Wien. Alles klar. Danke fürs Gespräch. Ciao. Gerne. Nochmal an dich da draußen, wenn du jemand bist, der sich für sowas Ähnliches interessiert, dann weißt du, wo du uns findest. Du kannst auf mennohenselmanns.com gehen, dort auf Online-PT-Courses und dann auf Deutsch. Da findest du unsere Kursseite und da kannst du dir auch die Kursübersicht anschauen, welche Themen wir behandeln. Ja, da findest du sozusagen die einzelnen Module, die einzelnen Wochen. Jede Woche behandeln wir ein anderes Thema und da kannst du schauen, ob das was für dich ist, wenn du so ähnlich auf eine ähnliche Reise, auf einen ähnlichen Weg gehen möchtest.